Meine Mutter war in so einer Telegram-Gruppe unterwegs, in WhatsApp-Gruppen unterwegs, wo Freundinnen von sie sie eingeladen haben und hat mir gefühlt jeden Abend irgendwelche kontroverse Schlagzeilen vorgelesen. Und sie wollte die Impfung nicht machen, weil sie Angst bekommen hat, dass Chips installiert werden, dass es irgendwie so eine Vorbereitung, Impfung für so eine Abhängigkeit, Massenkontrolle, Maßnahme, dass die Leute nie wieder raus dürfen, es sei denn, sie haben bestimmte Impfungen, die ihr Verhalten dabei auch so einschränken oder ja, also sie war völlig drin, zum Glück. Sie vertraut mir und wir könnten darüber reden und ich habe einfach gefragt, sag mal, wo hast du diese Information gesehen? Könntest du außerhalb dieser WhatsApp-Gruppe irgendwo sehen, was meinst du? Ist diese, nennen wir sie mal Rosa, die dir diese Nachricht geschickt hat, ist sie eine Person, die du 100% vertraust? Und ist sie auch so eine Fachperson zu diesem Thema, was auch immer? Und wir können auf alle Fälle darüber reden. Und sie hat sich am Ende impfen lassen und sie ist super glücklich. Also sie hatte keine Nebenwirkungen und kann jetzt wieder einkaufen gehen, spazieren gehen und Freunde treffen und das findet sie das doch gut. Wir waren mal in einem Baumwipfelpfad, die gibt es jetzt so, es war im Hainich, das ist ein riesen Buchenwald, so ein Naturschutzgebiet in Thüringen. Und da gibt es einen Baumwipfelpfad, weißt du, das kennt, das sind so, also wirklich hoch in der Höhe der Baumwipfel kannst du so durch die Bäume gehen, auch richtig, aber ein paar hundert Meter so, ne? Und da hat uns der so ein bisschen geführt hat gesagt, da sind auch so große Bäume, ne, und die dann ihre Äste dann in der Nähe haben, zieh mal daran, ne? Und dann kannst du, wenn du an so einem Ast ziehst, da kannst du den ganzen Baum wackeln. Logischerweise, du siehst ja, wie er im Wind wackelt. Aber es war so überraschend, weil du kennst, diese dicken Bäume sind ja unten, haben den Stamm, wenn du dagegen triffst, das ist ja wie eine Betonwand. Ne? Ja. Und das war so ein interessantes Erlebnis, an so einem Baum zu ziehen und zu merken, du kannst den einfach ganz einfach zum Schwingen bringen, ne? Was der Wind ja auch macht. Ne? Also, habe ich das Bild von der Gesellschaft gehabt gerade. Aha. Und gedacht, wir sind vielleicht auch so ein Baum. Ja. Und ein Mensch ist so ein Blatt. Ja. Und das Bild denke ich so, okay, wenn. Ja, also, keine Ahnung, ob das so utopisch ist, aber. Nein. Aber das Wichtige ist, dass der Stamm hält. Ja. Die Grundlagen müssen stimmen, weißt du? Sonst ist es nur ein blöder Laubhaufen, der sofort. Ja, stimmt. Aber was ist der Stamm dann, also im bildlichen Sinne? Dann? Ich glaube, so eine gemeinsame Wahrheiten, Überzeugungen, also Wahrheiten, Anführungszeichen, also ein paar Grundüberzeugungen, was wie und ein paar Regeln. Mhm. Also die, dass man, es gibt immer Konflikte, es gibt immer Konflikte sind ja Interessensgegensätze. Der eine will das, der andere will das oder so. Ne? Mhm. Du bist ja wahrscheinlich mit dir selber, wenn du überlegst, wir sind jetzt alt genug. Du willst ja als 20-Jähriger was anderes als 50-Jähriger. Also du würdest ja mit deinem eigenen 20-Jährigen schon Konflikte haben. Also, ja, stimmt. Ja, und so. Also es muss es einfach geben. Letztendlich, dass man Regeln hat, wie man die austrägt. Dass ich jetzt
so die Karten neu gemischt werden und dass sich die Gesellschaft ändert, so weiß ich nicht, wir vergessen immer schnell. Mhm. Wenn das sich normalisiert wieder, dann nach halbes Jahr, ein Jahr ist wieder alles das Spiel beim Alten, denke ich mal. Und was würdest du wünschen für deinen Umkreis oder für Hamburg oder für die Welt? Tja, Freiheit, Respekt und jeder soll so leben, wie er möchte, ne? Und weniger einschnüren, würde ich mir wünschen. Also jetzt mit diesen Corona-Maßnahmen, ne, wir sind ja in einem Zeitalter, wo jeden Tag was Neues kommt, neue Regeln, wie man sich verhalten muss, wie man gehen muss, wie man fahren muss, wie man reden muss. Also ein bisschen weniger würde ich mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen mehr Freiheit haben. Dass jeder machen kann, was er will. Natürlich unter den Gesetzesrahmenbedingungen. Ne? Es gibt von den Staat bestimmte Gesetze. Aber jetzt jeden Tag noch mehr einschmieren, die Menschen noch mehr, und das finde ich nicht gut. Mhm.